Ich denke, Diamantis würde es nicht gut aufnehmen, wenn wir ihn absetzen würden, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht, wie ihr es aufnehmt, wenn ihr nachts abgestochen werdet, aber wir können es drauf ankommen lassen. Wir werden ihn nicht töten. Nein, ich dachte, die Mannschaft meutert und tötet uns. Nun, Nicht wir dir, Mantis. dazu wollen wir es auch nicht kommen lassen. Deswegen ja die andere Option. Wir müssen uns eine Mannschaft suchen, die zu Diamantis passt. Ja, ich fürchte auch, aber er hat so ein ungezügeltes Temperament manchmal. Also diese Grausamkeit, ich weiß nicht, woher sie kommt. Ja, die ist mir ja auch fremd, sagt er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Nun ja, ihr habt meistens einen Grund, jemanden zu erschlagen, aber er ist etwas, nun ja, er ist nicht wirklich geeignet, ein O zu spielen, wenn er für Nichtigkeiten die Leute auspeitschen lässt. Es muss etwas Wichtiges sein, wenn man einen Matrosen auspeitscht. Ja, dabei würde ich dir die Hand auf die Schulter legen, aber zu dem Posten habt ihr ihn ja berufen. Kapitän! Ja, was ist Das denn jetzt schon Wasser wieder? leuchtet! Oh. Wir müssen hier weg! Lass sie Segel setzen! Segel setzen! Zurück auf euren Posten! Ich würde mir gucken, mal auf dem Oberdeck, kann man es sehen, wo das Leuchten herkommt und wie Ja, stark es ist? du kannst sehen, dass das Wasser leuchtet von einer Tiefe. Erfüllt ein Leuchten, was von irgendwo dort unten zu kommen scheint. In einem Umkreis von 1 Kilometer leuchtet das Wasser. Sehe ich irgendwelche Wurzelzeichen auf dem Wasser? Nein. Mich war Hey erleichtert. Mann, ich habe das Lot wieder hochziehen lassen, Mann. Habt ihr gesehen, dass das Wasser anfängt zu leuchten, Mann? Ja, wir sollten hier wegkommen. Ich weiß nicht, was dort unten leuchtet, aber es kann uns nicht wohlgesonnen sein, fürchte ich. Nein, Mann. Übrigens, das Lot war jetzt 1 Meile lang, Mann. Und ihr habt keinen Grund erreicht, Nein, vermutlich. Mann. Gut. Dann lass die Segel setzen und den Kurs Richtung Grund schon wieder ansetzen. Ja, Mann. Nun, jedenfalls, wenn ihr das auch nicht zurückhaben möchtet, dann kann ich nicht mehr viel für euch tun. Wollt ihr euch von Nitya etwas gegen die Phantomschmerzen geben lassen oder von mir? Später. Habt ihr das gehört? Dort draußen passiert irgendwas. Ich glaube, die Ich bin Schlacht mir ruft. sicher, der Kapitän hat die Sache im Griff. Ja, macht euch keine Sorgen, aber mir ist zwar jetzt nicht der beste Zauberer, nicht mal der beste Zauberer auf unserem Schiff. So, Abelmir Gildenmagier. ist nicht mal, Abelmir ist mal der beste Zauberer in seiner eigenen Kajüte. Richtig, aber er ist dann doch schon kompetent genug, um ein kleines Problem wie eine Welle hinlänglich gut behandeln zu können, nicht wahr? Ich habe Sie eben. scheinen doch die Segel schon zu setzen. Seht ihr, ist alles dann in Gang. Ich möchte die Kompetenz des Kapitäns als Magier sicherlich nicht anzweifeln, aber. Ja, das lässt Diamantis so stehen und verlässt das Alchemielabor Richtung Deck. Epentilio, auf ein Wort. Ja, doch, ja, doch. Ich, Zetamin in Konjam, ja? Ja, wenn ihr unter 4 Augen reden wollt, nur zu. Ich nicke Erinnert dankbar. ihr euch an diese, wie auch immer, in Konjam? Ja. Voltax, was gibt es? Sobald Zulamin raus ist, würde ich dann Serpentilio sagen: Nun, es geht um Folgendes. Ihr erinnert euch an den Dämon, den wir in der Niederhölle getroffen haben, nicht wahr? Elimnusias. Richtig. Und er sprach davon, dass wir sowohl die Elemente als auch die Unelemente beherrschen müssen. Ich erinnere mich vage. Nun, euch wird dabei die Aufgabe zufallen, die Unelemente zu beherrschen, denn das kann ich nicht leisten. Auch das hat er gesagt, als, nun ja, ich als Letzter durch das Portal ging. Ich könnte euch lehren. Nein, nein, das, nein, besser nicht. Ich verstehe. Ja. Ihr versteht. Ich denke, dass es, wenn die Zeit gekommen ist, notwendig sein wird, dass wir auf beide Kräfte zurückgreifen können. Ich stehe euch selbstverständlich zur Verfügung. Was genau habt ihr vor? Nun, das kann ich mit Sicherheit jetzt noch nicht sagen. Dafür fehlen uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Informationen über die Kräfte besagten, nun ja, Zauberfürsten Mordul oder Morhu.
Wie auch immer. Mörder. Genau der. Nun, nur denke ich, dass es wichtig ist, ihm die Kraft sowohl von der einen wie auch von der anderen Seite abzuschneiden, sodass jemand anders, nicht wir, dann den vernichtenden Schlag gegen ihn ausführen kann. Hm. Es könnte von Nutzen sein, ihm auf eine Weise zu setzen, der er mit Magie nicht beikommen kann. Beispielsweise. Und wir müssen ihn magisch in Schach halten. Nun, er wird das Wasser kontrollieren, doch das können wir auch. Ihr das Unwasser und ich das elementar reine Wasser. Ja, ich verstehe. Gut. Nun, das war eigentlich auch alles, was ich mit euch besprechen wollte. Ich werde sehen, dass ich mich der Sache annehmen kann. Unser neuer Bekannter hat sicherlich ein, zwei interessante Takte zum Unwasser zu erzählen. Gehe auch davon aus. Im Rahmen dessen möchte ich euch von der Pflicht entbinden, die ich euch einstmals auferlegt habe. Wenn es unbedingt notwendig sein sollte im Rahmen dessen und Abel mir nicht gerade zugegen ist, der das Ganze verbietet, so, und auch das fällt mir schwer zu sagen, verfahrt mit dem Beschwören von Dämonen, wie ihr verfahren müsst. Es ist mir ein Gräuel, das zu sagen, doch, ja. Ich weiß die Geste des Vertrauens, Betzen. Allerdings haben mir die letzten paar Feldbeschwörungen tatsächlich den Spaß ein wenig verdorben. Gut. Das sollte auch nicht leichtfertig geschehen und ihr seht, dass ich diese Order nicht leichtfertig ausgesprochen habe. Nun? Ich werde mit dem Tarn Rücksprache halten, sollte sich die Notwendigkeit tatsächlich ergeben. Gut. Dann betagen wir unser Gespräch bis auf Weiteres. Kunchom ist ja jetzt auch nicht mehr fern und es bietet mannigfaltige Möglichkeiten, nicht wahr? Ich habe gehört, dort gibt es wunderbar geröstete Preiosblumenkerne. Und mein Mägelchen kann schon wieder etwas vertragen, denke ich. Da ist dieses Hotel mit dem Dachbad. Oh, das klingt gut. Gut, ich werde mir ein wenig wohl für die Peru atmen lassen. Oh, ach, meine Sache. Dafür, ja? Kennt ihr ja zufällig eine gute Druckerei in Kunchom? Fragt du Ramin? Ja, ja. Und sorgt bitte dafür, dass sich unser 1O nicht von der Reling schützt? Ich bleibe bei ihm, ja. Danke. Natürlich. Ja, und dann würde ich mich aufmachen zu Diamantis. Und ich mich sehr stark bemühen, nicht im Stehen einzupennen, bis ich endlich ein Bett gefunden habe. Keine Sorge, ich sorge dafür, dass du nie regenerierst. Bis spät! Zulamin, du wolltest zu Kalisitiana, du wolltest zu Edilius? Ja, genau. Ich frage ihn einfach, ist alles gut gegangen, Bruder? Wie geht es euch? Ich bin immer noch erschöpft. Ich glaube, das ist aber auch verständlich. Eine solche Reise habe ich zwar schon das ein oder andere Mal angetreten, aber tatsächlich war mir dieser Weg besonders wichtig. Sie war in schrecklichem Zustand, nicht wahr? War sie. Das ist das erste Mal, dass ich eine Seele in einem solchen Zustand gesehen habe. Ich habe zwar schon Körper auf die verschiedensten Arten und Weisen sterben sehen und habe auch auf Schlachtfeldern gedient, aber dass jemand seinem Tod so beraubt wird, indem er ewiglich ertränkt und selbst ihr Geist war einfach... Ich sage nicht, dass es... Es war gut, dass ihr sie aus diesen Fängen der Dämonen befreit habt. Es war auch die richtige. Ich hatte zunächst Furcht, dass ihr bei einem Pakt mit einem Dämon, bei einem Geschenk, eine fremde Seele bekommt oder irgendetwas, was dort nicht hingehört, aber es war Avianda. Und sie hat gelitten. Und es ist gut, dass ihr sie befreit habt. Es ist gut, die Gewissheit zu haben, dass ihr sie in Borons Hallen geleitet habt. Und nun, was jetzt mit ihr geschieht, es ist weit jenseits eurer oder meiner Macht, die Wunden zu heilen, die die Zeit in der Seelenmühle auf sie bei ihr geschlagen hat. Nun, die Zeit vergeht dort unten anders als hier. Es mögen hier zwar Monate gewesen sein, aber dort drunten
Ihr wisst selbst, wie quälend langsam die Zeit verstreicht, wenn man euch foltert oder wenn man euch Qualen antut. Die Schlacht oder ein Kampf vergeht teilweise über Stunden, zumindest in unseren Köpfen, wenn sie doch nur wenige Sekunden dauern. Für sie war es eine Ewigkeit. Aber wer, wenn nicht Boron, wird in der Lage sein, die Erinnerung an dieses Leid auszulöschen? Sie vergessen zu lassen, genau das. Seid bedankt für dieses Geschenk an Boron, für dieses Geschenk an Aviander. Ich hoffe, dass der Preis nicht allzu teuer war. Seid gewiss, dass ihr so etwas bezahlen müsst. Danke euch. Ohne euch hätten wir zu ihren Geist rufen können. Aber das war ja nicht das, was wir wollten. Ohne eure Überzeugungskraft hätte ich es auch nicht zugelassen. Ich bin froh, dass ihr meinen Worten Gehör geschenkt habt. Nun dann, lasst mich bitte noch etwas schlafen. Wir sehen uns nächstes Mal. Boron segne euch. Feier mit euch, Sulamin. Kann ich regenerieren? Ja, gibt es noch irgendwelche anderen Gespräche, die jemand führen will? Ich glaube, Boltax und Diamantis will noch, ne? Genau, ich würde gerne mit Diamantis, also klar, wenn er an der Reling steht, bleibe ich natürlich bei ihm und gucke nicht, dass er drüber fällt. Und auch ansonsten würde ich ihn versuchen, ein bisschen zu umsorgen, weil ich merke ja, dass es ihm schlecht geht und dass er mental nicht in der besten Verfassung ist. Und einfach nochmal versuchen, das Gespräch mit ihm zu suchen und über das zu sprechen, was ihn vielleicht bedrückt oder belastet an einer Stelle, wo uns jetzt nicht der Rest der Mannschaft zuhört. So passe ich ihn dann mal in einem passenden Moment ab. Ach, Diamantis, na? Immer noch so fertig. Keine Zeit, Boltax. Wir haben noch nicht genug Strecke weggemacht. Ich sehe das Leuchten von hier aus immer noch. Verdammte Scheiße, was ist das? Wir müssen da so schnell wie möglich weg. Diamantis, immer mit der Ruhe. Wir stehen nicht gut mit dem Wind. Diamantis. Wir sind verflucht. Nein, wir sind nicht verflucht und alles ist gut. Diamantis, hört mir zu. Wenn wir überstürzt handeln, wenn wir nicht planvoll handeln, wenn wir zu schnell handeln, was machen wir dann? Ela, in der Ruhe liegt die Kraft. Setzt euch erst einmal auf diese Kiste, ich setze mich auf das Tau daneben und dann reden wir einmal darüber. Was macht euch denn Sorgen an diesem Leuchten? Voltax, ich weiß, du willst nur helfen, aber das ist nicht, wie ich die Dinge handhabe. Ich stürze mich in die Arbeit und tue meinen Posten. Und jetzt sehe ich, ich werde gebraucht. Und jetzt kann ich auch wieder etwas Gutes für uns tun. Natürlich stürzt ihr euch in die Arbeit. Ich will auch nichts an eurer Arbeit kritisieren oder gar eure Arbeitsmoral. Ich will nur sagen, wenn ihr eure Arbeit nicht ruhig und strukturiert angeht, passieren euch Fehler. Und wir können uns Fehler auf offener See nicht erlauben. Deshalb bitte ich euch jetzt, setzt euch, redet kurz mit mir und dann könnt ihr eure Arbeit in aller Ruhe nachgehen. In Ordnung? Da haben wir alle was von. Ja, der Mann, das beißt einmal die Zähne zusammen, sieht noch mal kräftig an der Zigarre und setzt sich mit ausatmendem Qualm hin. Gut, Boltax, aber machen wir schnell. Natürlich, schnell. Wir Zwerge sind für Schnelligkeit bekannt. Also, was hat euch an diesem Leuchten Sorgen gemacht? Kann es nicht auch sein, dass es ein Signal von, ich weiß nicht, Effert ist, der uns einen großen Gwen-Petrylstein geschenkt hat, der uns auf unserer Fahrt weiterleuchten soll? Ich meine, ich habe offensichtlich den meisten Schaden von diesem Streich von Effert bekommen und trotzdem sehe ich der ganzen Sache sehr optimistisch entgegen. Also, wo liegen eure Bedenken? Meine Bedenken liegen dabei, dass wir nicht wissen, was es ist. Es könnte genauso was Gutes als auch was Schlechtes sein. Und wir haben hier mehrere hundert Seelen auf dem Schiff. Wir können sie nicht gefährden, nur weil wir annehmen oder die Möglichkeit besteht, dass dies etwas sein könnte, was uns gar nicht schadet. Am besten ist, wir machen so viel Strecke wie möglich davon und lassen es einfach außer Acht.
Das ist eine vollkommen legitime und sinnvolle Herangehensweise, aber die Strecke machen wir doch auch gerade jetzt, wo wir uns unterhalten. Dafür wird ihr nicht zwangsläufig notwendig. Deshalb noch einmal die Frage, was könnte es denn im schlimmsten Fall sein? Ihr kennt euch auf See besser aus als ich. Habt ihr so etwas schon mal gesehen? Habt ihr eine Ahnung, eine vage Vermutung, irgendetwas? Nein, ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe keinen Schimmer, was es sein könnte. Und was mir vor allem noch Sorgen macht, ist, der verdammte Seemann hinterm Steuer immer noch nicht den Kurs korrigiert hat. Wir liegen nicht optimal im Wind. Halt dein Maul, willst du jetzt Pause machen oder willst du segeln? Er macht jetzt Pause. Diamantis, du fühlst dich verantwortlich für diese über 100 Seelen, die hier an Bord sind, nicht wahr? Das bin ich auch. Der Kapitän. Das bist du. Aber auch der Kapitän, auch Abelmir ist verantwortlich. Und du siehst ja Abelmir bei weitem nicht so gestresst wie du, oder? Nein, aber vielleicht siehst sollte er es sein. Nein, Abelmir macht das, was er tut, gut, so wie er es tut. Manchmal etwas zu leichtfertig, da stimme ich dir zu, aber im Großen und Ganzen ist er ein sehr kompetenter Mann. Das habe ich jetzt nie gesagt. Ich würde es nie zugeben, wenn er hinter uns stehen würde. Würde ich das sofort... Ich drehe mich einmal um, ob Abelmir hinter uns steht. Nein, ich stehe oben an Deckung. Gut. Auf jeden Fall bleibt das unter uns. Ich halte große Stücke auf Abelmir. Aber ich halte auch große Stücke auf euch. Und ihr macht eure Sache gerade sehr gut. Aber riskiert nicht durch einen Flüchtigkeitsfehler, durch eine Ungenauigkeit, jetzt alles zu verderben. Deshalb nehmt euch die Pause. Ihr braucht dringend Schlaf, ihr seht total fertig aus. Und? Das sagst du mir ein bisschen zu spät, da hätte ich diese Pille nicht nehmen dürfen. Jetzt fühle ich mich um einiges wacher. Nun, soll ich euch Schlaf verschaffen? Ihr wisst, dass ich es kann. Ich würde mich nicht damit wohlfühlen, jetzt schlafen zu gehen. Aber ihr macht Fehler, wenn ihr nicht auf der Höhe der Dinge seid. Und stellt euch vor, was passiert, wenn da wirklich eine Gefahr lauert und wir euch bei bester Stärke und bester Gesundheit brauchen und ihr so in den Seilen hängt. Dann riskiert ihr auch das Leben dieser 100 Seelen. Also, kümmert euch nicht nur um sie, sondern kümmert euch auch um euch. Das ist die beste Möglichkeit, wie ihr ihnen jetzt beikommen könnt. Lasst mich euch helfen. Ich würde gerne eine Heilkunde-Seele-Probe machen. Ja, selbstverständlich. Nämlich, was wollen wir da anrechnen? Ich habe einige Nachteile, ja, die man Nachteile, da... Ja, Nachteile, genau. Und sag mal, was du an Nachteilen hast. Ich habe Rachsucht. Finde ich aber jetzt gerade nicht so passend. Zorn. Also, ich finde schon Rachsucht, klar, auf alle Fälle. Okay, Jezorn fände ich auch. Jezorn, du bist nicht jezornig, zumindest zur Zeit nicht. Okay, dann sagen wir nur Rachsucht. Ich habe nur Goldgier, Rachsucht und Jezorn. Alle auf einem ziemlich geringen Weg. Rachsucht wäre 5. Noch, dein Minderpakt ist ja noch nicht geschlossen. Der wird noch größer, keine Sorge. Für eine Heilkunde-Seele-Probe, da gibt es natürlich Regeln zu, wird der doppelte Wert an Nachteilen als Schwernis genommen. Okay, also auf welchen Wert hast du? 10. Also ich habe 5er Wert und 10er bei die Schwernis. Okay, ja, ich habe Heilkunde Seele 10. Dann gucken wir mal, ob das was wird. Ja, das geschafft. Mit einem übrig. Nun, wichtig ist, dass ihr euch jetzt ein bisschen Ruhe gönnt. Dass ihr jetzt einatmet, ausatmet. Und mich die Sache machen lässt. Ich vertraue euch und ihr könnt mir vertrauen. Du hast recht, Boltax. Ich sollte das, was letzten Tage passiert ist, nicht einfach so hinter mir lassen, sondern Kenntnis nehmen, dass es auch Auswirkungen auf mich hat und nicht so tun, als wäre nichts passiert. Danke, deine Worte haben mir wirklich weitergeholfen. Ich sollte mir die Zeit nehmen. Ja, und wenn ich etwas für dich tun kann, ob ich nun deine Gedanken ordnen soll oder für deinen Schlaf sorgen, komm immer zu mir, sprich mich an, ich bin für dich da, mein Freund.
Müde bin ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, diese Pille hat ihre Wirkung gut entfaltet. Ich würde mich aber doch ein wenig zurückziehen. Sollte irgendwas passieren und meine Hilfe gebraucht werden, doch noch ansprechbar sein. Aber wenn du mir wirklich helfen willst, kannst du dich mit der Seejungen unterhalten, die von der Arbeitsschule in mir die letzten Tage so dermaßen auf den Senke, vor allem jene, die mit dem Bitte nicht töten sagen. Dieser Satz hat sich in den Gedanken eingebrannt und weiß nicht, was er in mir hervorruft, aber es ist nicht gut. Ja, ich werde mit Ihnen sprechen. Soll ich mit einem Bestimmten sprechen? Sehen die fast alle gleich aus. Ich kann die nicht unterscheiden. Wenn einer von denen vor mir steht, wäre es, als würde ein Beliebiger vor mir stehen. Aber der halte nach dem mit in dieser unangenehmen Lache Ausschau. Du wirst genau hören, was ich meine. Ohrenbetäubend. In Ordnung, ich werde einmal mich umhören. Alles gut, und du legst dich in der Zwischenzeit hin. Wenn noch etwas sein sollte, dann komm zu mir. Und ich rede einmal mit den Seeschuljüngern. Sein Name, er ist mir eingefallen. Hassim heißt er. Hassim, alles klar. Danke, Voltax. Immer wieder gerne.